Hello, guten Morgen. Es ist Sonntag und es ist schon 13:28 Uhr. Wir haben bis jetzt ausgeschlafen, also zumindest ich und Livia, Bernd und Smurfy nicht so. Ja, wir haben prächtig geschlafen, ne? Ja. Wir haben ganz viel gechillt, ausgiebig gefrühstückt. Die Maus, die ist ganz, ganz müde. Ja, und ich versuche jetzt mal, sie in den Schlaf zu wiegen und ja, melde mich gleich nochmal. Also, ja, wir haben noch nicht viel gemacht heute, außer gechillt hier auf der Couch. Bernd ist jetzt mit dem Smurfy draußen. Calvino ist noch nicht wieder zu Hause, der war irgendwie das ganze Wochenende weg. Und heute kochen wir noch nicht mal. Heute wollten wir mal Subway essen. Das hatten Bernd und Calvino sich einmal einen Abend geholt, als ich im Krankenhaus war in der Schwangerschaft. Ich hatte doch einmal so einen Schlag auf den Bauch bekommen, hatte ich auch gevloggt, dass ich im Krankenhaus war. Und an dem Abend haben die Männer hier Subway ausprobiert und das hat denen super geschmeckt. Und wir haben immer gesagt, wir probieren das mal alle zusammen aus, weil ich habe das letzte Mal Subway gegessen. Da habe ich noch in England gelebt. Also das ist bestimmt schon, weiß ich nicht, 13 Jahre her oder 14, 15, keine Ahnung. Es ist schon eine Ewigkeit her. Und ja, deswegen haben wir gesagt, heute gibt es Subway, wir kochen heute nicht. Küche bleibt kalt. Und ich bin gespannt, was es dort gibt für mich oder für uns. Und wir nehmen euch ein bisschen mit durch unseren Tag, auch wenn nicht so viel passieren wird heute, außer hier auf dem Sofa. Ihr seht auch, die Jalousien sind runter, da auch. Da sind sie ein bisschen auf 7:30 Uhr. Weil ich hatte die schon hoch gemacht und dann sind die schon wieder runtergefallen und so haben wir sie einfach gelassen. Ja, Bernd hat gesagt, er geht die Woche mal in den Baumarkt und holt da irgendwie so Klemmen für oder so, dass die mal oben bleiben, die Jalousien. Mal schauen. Ja, ich mache hier gerade mein Video für heute Abend. Smurfy und Bernd sind wieder da. Bernd macht gerade den Kamin, heizt du an? Ne? Wie viel Grad haben wir hier? Weißt du das? Ne, nee, wissen wir nicht. 25 Grad. Ja, sehr angenehm. Mollig warm. Striptease vom Bernd. Was? Striptease vom Bernd. Ja. Ich habe gesagt, ich mache die Kamera an. Ihm Ja, ist das immer egal. ich mach das nicht. Ich glaube, im Schwimmbad genauso rum. Und froh sein, dass ich eine Unterhose anhabe. Da steht auch noch was drauf auf dem Popo. Ja, glotzt nicht so. Glotzt nicht so. Ja, und es gibt jetzt Kaffee. Bernd macht einen Kaffee. Ich werde irgendwie gar nicht richtig wach heute. Ich auch nicht. Das ist Murphy auch nicht, der Der hat schläft. voll lang gepennt heute. Ja. Aber, ja gut, der Also Fall, er der war. um 5 Uhr irgendwas, Genau. dann. Er war einmal um 5 Uhr wach, dann war Bernd mit ihm eine große Feldrunde. Und dann hat er jetzt gerade bis, ja, bis ich erst einmal die Kamera angeschmissen habe, um 13:30 Uhr ungefähr geschlafen. Ja. Wir müssen den Kaffee präsentiert haben. Ich würde den hier trinken, weil ja hier die Morla. Weil ich mir gerne Sirup eingerufen Hier habe, ist er. 18 Flaschen haben. Welches Sirup? Ach so, mein aus Ungarn, das. Nehmen wir da wieder so viele Flaschen, welche haben wir? Nein, das, wie heißt das? Himbeersirup. Himbeersirup aus Ungarn. Nein, ich habe ja immer noch ganz viele Flaschen eingefroren und im Kühlschrank. Bist doof. Wir haben jetzt mal online geguckt bei. Hör mit deinen komischen Tänzen. Wir haben online geguckt bei Subway, weil man da ja nicht so oft ist. Boah, Licht. Super. Deswegen kennt man sich damit gar nicht aus. Und die haben irgendwie jeden Tag einen anderen Sub für 2,99, ne? Ja. Aber das ist dann nur ein halbes Baguette. Und Wird weil wir. wahrscheinlich auch reichen für uns, aber, ne? Genau. Aus in den heutigen Futterangstzeiten. Werden wir ein ganzes jeder nehmen und machen dann aber die Pommes hier selber, haben wir gesagt. Jetzt mal ganz, ganz, ja, ich bin ja schon doof. Ja, aufräumen machen wir heute auch oder machen wir alles Ja, mit der morgen? Mutter, was machen wir nachher? Ist doch nicht viel. Die Schuhmaschine wird ja schon gemacht. Wir frittieren doch mal eh nochmal Ja, das stimmt. meine Ente. Ja, dann schmeiße ich schon mal eine Wäsche an. Das mache ich jetzt direkt. Oh, meine Puppermaus, was tue ich dir an? Was tue ich dir nur an? Eine Wäsche haben wir ja immer, ne? Die laufen kann. Das ist noch von gestern. Die Babydecken.
und sauber und getrocknet. Also irgendwie wird die Wäsche nicht mehr richtig trocken. Also sie wird trocken, aber nicht mehr so mega furztrocken. Und hat der Bernd gesagt, vielleicht na, das Sieb hier mal sauber machen wieder. Das mache ich jetzt mal. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, da hatte ich das nicht richtig wieder zugemacht. Und am nächsten Tag dann, als ich das angemacht habe, wieder die Waschmaschine, war hier alles unter Wasser. Und wir konnten den ganzen HWR hier trocknen und wischen und alles. Also erstmal hier Wasser ablassen. Da haben wir extra so einen Schlauch. Ich weiß nicht, ob das jede Waschmaschine hat. Ich glaube nicht. Also früher hatten das meine nicht. Da kam halt alles direkt da raus, aus diesem Schraubding da. Ja, jetzt warten wir mal erstmal. Sie hat ganz viel Spaß. Soll ich machen? Was möchtest du machen? Das Fusselsieb. Ich mach schon. Oh. Danke. Ja, hier so lange mal die Gummis reinigen, ne? Jetzt die Klappe abmachen. Das jetzt hier mal alles reinigen. Das ist alles vom Trockner. Dann hier die ganzen Fusseln, Gedöns, Haare. Das mache ich jetzt. Das sieht ja schon wesentlich besser aus. Hier ist noch ein bisschen Ablagerung, aber es ist schon mal sehr viel sauberer. Und jetzt gucken wir mal hier rein. Der Bernd singt der Moller schöne Lieder. So, oh je. Muss der Bernd gleich aber kontrollieren, ob ich das auch wieder richtig zugemacht habe. Oder Bernd? Du kontrollierst das gleich bitte, ne? Ob ich das richtig zugemacht habe. Kommt immer noch ein bisschen Wasser. Oh je, au, oh, oh, oh. Was? Ist ja eine richtige Überraschung, was hier alles drin ist. Geld. Mehr, viel Geld, ja, oh je. Da, und diese ganzen Fussel, das ist vom Trockner, da bleiben ja immer so Fussel. Normal, wenn man Trockner und Waschmaschine getrennt hat, dann hat man ja so ein Fusselsieb und das hat man ja hier nicht. Und deswegen sammelt sich das alles da drin. Ja. Ach, da nochmal gucken. Ja, 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 was da alles rauskommt. Sorry, Leute, für das Ekelhafte. Aber muss ja auch mal gemacht werden. So, haben wir jetzt alles? Ja, ich hoffe. Das war alles da drin. Zack, zack. Ja, super. Ist die Luft raus. Doch gut. So, guck mal, was da drin war. Ja, haben wir schon versucht. Ekelhaft. Zum Leben. Ja, siehst du, deswegen konnten wir nicht einkaufen gehen. So, dann machen wir das wieder rein. Letztes Mal war da, was war da verkantet? Eine Schraube hinten drin. Das, was du jetzt reinschraubst, war nicht richtig. Ja, drin. Ich weiß, aber da war irgendwas hinten drin, eine Schraube oder so, deswegen ging das nicht. Wo ist der Pömpel davon? Den suche ich jetzt gerade. Wo habe ich den hingepömpelt, den Pömpel? Da. Da ist er. Ja, man muss mich ansuppeln. Die wollen halt die Suppelmauser. Ja, die muss immer ein bisschen sabbern. Der Speichel. So. Okay. Ja, wir gucken gerade auch einen Film. Der ist richtig gut, den wollten wir schon mal gucken. Greenland mit Gerard Butler. Auf, wo gucken wir denn? Netflix oder? Bitte? Amazon. 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 Gucken wir den, aber den wollten wir schon mal auf Sky gucken. Auf YouTube und woanders, aber der wurde erst halt vorgeschlagen da.
Jedenfalls wollten wir den schon mal gucken, da hat er 20 Euro gekostet, da waren wir zu geizig für. Und jetzt haben wir uns den ausgeliehen für 48 Stunden. 5 Euro. Für 5 Euro. Und dann haben wir angefangen. Jetzt haben wir kurz Pause gemacht, weil ich unbedingt jetzt die Waschmaschine sauber machen wollte. Ja, Bernd, du darfst Kontrolletti machen. Ja, mach ich. Ich jetzt mach zu. Ist zu. Du musst kontrollieren, dann nimm ich die Morle. Wieder einen Furz gemacht, aber... Ja? Bist du heute der Furzknoten? Ja? Und der Smurfy? Der ist auch der Furzknoten. Ja, fein. Smurfy, räum mal dein Spielzeug auf. Dein Schwein mit ohne Nase und ohne Ohren. Da Pappe geschrömmelt, da hast du Wasser gelassen. Eieiei, was ist denn los hier? Hier. Und, wie sieht's aus? Muss ich ja sofort eine Testmaschine anmachen, ob es jetzt gut trocknet. Da steht auf deiner Boxershorts, steht wirklich close your eyes. Ja, mach mal. Leg aber bitte ein paar Handtücher davor, ja? Ja, meinst du, mit ein paar Handtüchern ist es getan? Weiß ich nicht, dann warte bis... Eigentlich ist es jetzt richtig zu. Also du hast gerade wieder falsch irgendwas zugemacht. Ja. Aber das weißt du mal da oben. Okay. Dann mache ich jetzt nur eine Testmaschine. Ja, aber du hast ja hier zwei Markierungen. Ja. Und die müssen übereinander stehen. Und gerade war das hier oben, weil sie nicht... Ja, weiß ich auch nicht warum. Ja, mach eine Testmaschine. Ja. Das hier, wenn dann nur 1000 Liter rauskommt, eine Million. Okay. Der Bernd hat schon mal hier unsere Einkaufsliste geschrieben für nächste Woche und den Plan, was es zu essen gibt. Bei uns gibt es morgen, also Montag, Linsen mit Reis und Krautsalat. Calvino isst dann Nudeln mit Bolognese-Soße, weil der mag keinen Linsen, Reis und Kraut. Also Linsen und Reis schon, aber nicht Kraut. Dienstags haben wir Hähnchenauflauf und Salat ohne Hähnchen. Das ist einfach so ein Kartoffelauflauf, der einfach nach Hähnchen schmeckt. Ich weiß nicht warum. Aber er schmeckt so, deswegen heißt er so bei uns. Dann haben wir Mittwoch Kartoffeln, Gemüse, Cordon Bleu und Nuggets. Am Donnerstag haben wir dann wieder Hähnchenauflauf und Salat, also den Rest davon. Freitag gibt es Fischstäbchen, Kartoffelpüree und Spinat. Samstag gibt es Pizza und Rouladen. Samstag gibt es dann Pizza-Rouladen, weil Bernd geht in die Metro einkaufen. Und wenn wir da alles für Rouladen bekommen... Dann gibt es Rouladen mit Klöße, Rotkohl, Erbsen und Möhren und sowas. Und wenn nicht, dann gibt es halt Pizza. Und Sonntag wird es dann entweder Reste geben oder wir bestellen uns wieder was. Mal schauen. Vegan, alles vegan. Alles vegan? Okay. Nein, das hier ist mit Käse, das war Cheese. Ja, okay. Wir probieren das mal. Das ist für dich, das ist für mich und dann ist nochmal ein anderer. Nochmal ein. Ich wollte mich nur vom Blog verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.